Shadow zusammen. Der gute Marc hat mich gefragt, ob ich mein aktuelles Legacy-Deck mal vorzeigen kann, beziehungsweise was ich aktuell mal im Legacy ausprobiert habe, beziehungsweise eingestellt. Zuallererst mal vorweg, ich bin absolut kein Veteran, was das Format angeht, geschweige denn, was Magic an sich generell angeht. Also ich bin jetzt nicht 10 Jahre dabei oder hätte 20.000 Runden mit dem Deck und wüsste jedes einzelne Matchup, jedes einzelne Deck und so weiter. Nur vorweg. Aber es war ein ganz guter Startpunkt für das Format, beziehungsweise generell, um halt ein Internal-Format einzusteigen. Es handelt sich um Merfolk. Merfolk sind generell blaue Kreaturen, beziehungsweise stellenweise grüne, aber das hier ist Mono-Blau, was ihr auch später in der Mana-Base sehen werdet, beziehungsweise am Deck. Fangen wir mal mit den One-Drops an. Hier haben wir eine Rishadan Dockhand. Das ist ein 1-2er, ein blaues Merfolk mit Island Walk. Den kann man mit einem Mana tappen, um halt den Rishadan Port-Effekt zu haben, mit dem man halt ein gegnerisches Land wegtappen kann. Ich glaube, das zeigt auch schon ganz gut das Thema vom Deck stellenweise. Gegnerische Länder haten. Das macht der Tide Shaper auch. Beziehungsweise, der wird generell stärker, wenn der Gegner Inseln hat. Kriegt er +1/+1. Das ist ein 1-Mana, 1-1er Merfolk. So ein Wizard. Den kann man wiederum auch kickern, wenn der Gegner um ein gegnerisches Land zu einer Insel zu machen. Ganz wichtig dabei ist, es wird nur zu einer Insel und verliert alle anderen Typen. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch einen normalen Sumpf, gerade was so ein Thema im Legacy bekannt ist, dass Basic Lands sicher sind, sind sie hier nicht unbedingt. Genauso bei der Dockhand. Das dann selbst, ich habe letztens tatsächlich auch einen armen Ninja-Spieler in einem Game rausflappen können, indem ich ihn tatsächlich beide Sümpfe weggehauen habe, einen weggetappt und einen geteilt habe. Auch wichtig, nur solange er auf dem Feld liegt. Also einen Bolt lässt die Insel leider wieder zu einem Mountain werden oder was auch immer. So, jetzt zu einem der wichtigsten Punkte vom Deck. 8-mal die gleiche Karte. Oder je nachdem 10-mal, je nachdem, wie man fragt. Oder 12-mal, wenn man das halt auf 4 spielt, sind die Lords. Das sind einmal der Herrscher von Atlantis oder Lord of Atlantis oder halt Master of the Pearl Treaden oder Meister des Perlendreizacks, schätze ich. Die geben jeweils +1/+1, sind jeweils 2-2er Merfolks für 2 blaue und die geben Island Walk bzw. Inseltarnung. Das heißt, wenn der Gegner eine Insel hat, kann er nicht mehr blocken, beziehungsweise die Kreaturen, die Merfolk sind und Inseltarnung haben. Auch vorher, Rishadan Dockhand hat das von alleine. Jetzt zum Phantasmal Image. Ist technisch gesehen auch ein Merfolk oder alles, was man gerne haben möchte. Auch vom Gegner stellenweise. Wichtig dabei ist nur, wenn es durch irgendeinen Quatsch gezielt wird, egal was, sacrifice es sich immer noch. Wie man auch sehen konnte, relativ viel doppelblau, also blaue Länder sind wichtig. Dann einmal der Card Draw des Decks, sagen wir mal so. Der Silver Guild Adept ist ein 1-Mana und ein blaues 2-1er. Auch Merfolk Wizard, also man könnte fast schon Wizard hier ansagen im Deck, für Sachen wie Cavern of Souls. Der wird teurer, wenn man keinen Merfolk auf der Hand hat, beziehungsweise beim Vorzeigen. Und eine Sekunde, während man den castet, muss man halt einen Merfolk vorzeigen, sonst wird er 3-Mana teurer. Und auf den ETB zieht er eine Karte. Profitiert halt von den Lord-Effekten, beziehungsweise Phantasmal Image kann auch mal eine Karte ziehen, wenn man das so möchte. Dann haben wir 2 Merfolk-Tricks da. Die sagen, ist auch wieder 2-2er Merfolk-Wizards. Wer hätte es gedacht? Diesmal mit Flash. Und auf dem ETB tappt man eine gegnerische Kreatur und nimmt ihr alle Fähigkeiten bis zum Ende des Zuges. Wichtig dabei als Beispiel, man könnte einen Emrakul anzielen. Ist ein gefeiertes Show-and-Tell-Target. Und der ist normalerweise vor farbigen Spells und ähnliches immun, aber nicht vor aktivierten Fähigkeiten. Hat sich bis jetzt tatsächlich auch relativ oft gelohnt, einfach im gegnerischen Endstep den reinzuflashen, damit man nicht irgendwelche Sorcery Speed Removal frisst und direkt zu bieten einfach nur. Oder halt auch mit Image mal zu kopieren. Oder Mana Dorks im Upkeep zum Merfolk Trickstern hat sich bis jetzt auch schon gelohnt. Und jetzt zu einer Karte, weswegen ich mir eigentlich das Deck zunächst für Modern und anschließend halt für Legacy abgewandelt gemacht habe. Als sie gerade gespoilert wurde, dachte ich mir, das muss ich doch mal ausprobieren. Das ist die Svealoon of Sea and Sky, diese ohne Dö. Das ist ein 2-blaues und ein Mana, 3-4er, legendärer Merfolk-Gott. Was sagt er denn Schönes? Der sagt, dass er indestructible ist, beziehungsweise sie sagt, dass sie indestructible ist, wenn man 2 verschiedene andere Merfolk noch kontrolliert. Müssen nicht verschieden sein, das habe ich gerade nur so gesagt. Auf dem Attack zieht sie Karten, was so ein Thema der nächste Card-Draw-Effekt ist. Und ganz wichtig auch noch, dass andere Merfolk Ward 1 haben. Sie leider selbst nicht. Lustigerweise, man hat verschiedene Effekte, wie zum Beispiel jetzt im Merfolk-Trickster mit Flash, wo man im Gegner auf Reaktion vom gegnerischen Removal-Spell ihr noch Indestructible geben kann.
kommt durch andere Spells im Deck auch noch vor. Und wir wären ja nicht im Legacy, wenn man nicht mal ein Combo-Deck ausprobieren würde. Deswegen spielen wir mal 4 Tassas Orakel. Kennt wahrscheinlich nahezu jeder, der schon ein bisschen länger im Format ist oder in CEDH unterwegs ist. Das ist ein 2 blaues, 1 Dreier, wieder Merfolk Wizard. Ist fast schon ein Wizard-Deck. Sie scryt dann in Höhe der Devotion zu Blue. Das heißt, von jedem blauen Farbpip, was man hat, von blauen Permanents, die man hat. Das heißt, ein Svalen würde zum Beispiel für 2 blaue dazu zählen, für Devotion. Wichtig dabei ist auch, dass ein Phantasmal Image tatsächlich die Mana-Kost von dem kopierten Ziel übernimmt. Das heißt, wenn man ein Phantasmal Image nimmt und hat einen Lord kopiert, ist es halt nicht ein Devotion, sondern 2, weil es den Lord kopiert hat. Und mit dem Scry-Effekt, wenn das Deck kleiner ist als der oder gleich des Scry-Effekts von ihr, gewinnt man das Spiel. Wie stellen wir das denn an? Einmal mit einer wundervollen Karte, die sich Paradigmen-Shift nennt. Mit der exilen wir unsere ganze Bibliothek und unser Friedhof wird sozusagen unsere Bibliothek. Und Paradigmen-Shift wird halt, sobald er aufgelöst hat, selbst in den Friedhof gelegt. Dadurch haben wir meistens 1-2 Karten, manchmal 0, je nachdem, im Friedhof, die dann halt unser Deck werden. Und ja, fast das Orakel sagt, mit 2 Karten im Deck gewinnt man trotzdem noch das Spiel. Wichtig dabei, wenn sie weggeschossen wird und die Devotion ist halt dadurch dann kleiner als das, was man im Deck hat, gewinnt man natürlich nicht das Spiel. Da muss man schon relativ aufpassen. Im Idealfall hat man halt gar keinen Friedhof gehabt, als man Paradigmen-Shift geschastet hat und hat dann dementsprechend auch kein Deck. Wichtig vielleicht auch noch zu sagen, Tassas Orakel ist tatsächlich keine schlechte alleinstehende Karte als 1-3er Mehrfolg einfach nur gesehen. Mit einem Lord-Effekt haut sie ganz okay rein, ist auch ziemlich gute Card-Selection. Wenn man einmal für 7 gescryt hat, kann man sich für die nächsten Züge wirklich die Draws aussuchen. Und letztendlich ist es auch gar nicht schlimmer, eins frei reinzucasten. Man hat 3 weitere Kopien im Deck. Man hat noch die Phantasmal Image im Deck, falls man mal so eins ausspielen musste als Blocker, um Pressure weiter zu applyen. Stellenweise werden die auch mal weggeschossen, wenn man sie einfach so gecastet hat oder halt auch mal mit Hand Disruption getargetet. Jemand castet einen Fortsies und wirft halt das Wasser als Orakel ab, weil er denkt, das ist ein Combo-Piece. Ist es auch, aber landet dann durch den Paradigmen-Shift wieder im Deck. Ist auch schon passiert. Dann haben wir wären ja nicht im Blau, wenn wir gar keine Turn-0-Interaktion hätten innerhalb von 4 Force of Wills. Man kann natürlich dann auch Force of Negation weiterspielen oder Daze und ähnliches. Das wäre auch sehr gut angebracht in Merfolk an sich, aber spiele ich aktuell nicht. Beziehungsweise Force of Negations habe ich auch einfach nicht. Force of Will ist letztendlich die Turn-0-Interaktion, die man hat, wenn man mal auf Reanimator trifft, wenn man mal auf andere Combo-Decks trifft. Gleichzeitig ist die Combo im Sinne von Paradigmen-Shift ist letztendlich ohne Tassas Orakel die schlechteste Karte, die man im Deck hat, aber trotzdem noch für Force pitchbar. Dann eine der wahrscheinlich wichtigsten Karten für kreaturenbasierte Decks im Format, wahrscheinlich auch im Modern-Format. Evaphir, oder? Das ist ein Mana, kann man tappen, um eine Kreatur eine Anzahl der Ladungszählmarken, glaube ich, waren das, von der Hand aufs Feld zu holen. Also von der CMC her. Das heißt, mit 2 Ladungszählmarken kann man auch ein Tassas Orakel reinlegen und ähnliches. Uncounterbar, weil es eine aktivierte Fähigkeit ist. Die tickt tatsächlich zu jedem Upkeep hoch. Beziehungsweise man kann es sich aussuchen. Wir haben Utawara, die schwebende Stadt. Das ist ein legendäres Land, ist tapfer für ein blaues, ist ganz neu aus Kamigawa Neon Dynasty. Einfach weil es legendär ist, erstmal nur 1. Vielleicht pumpe ich es mal auf 2 hoch, wer weiß. Damit kann man tatsächlich die Channel-Fähigkeit benutzen, um Utawara abzuwerfen, um eine gegnerische Karte zu bouncen. Genauer gesagt, ein Artefakt, eine Kreatur, eine Verzauberung oder ein Planeswalker. Also leider kein Land, wäre zu OP. Und es wird günstiger, wenn man sowas wie eine Swaylin auf dem Feld hat, um ein Mana. Nicht ganz so relevant, im anderen Decks vielleicht mehr, aber leider nicht hier. Jetzt haben wir 2 Wasteland. Auch ziemlich exklusiv für Legacy. Vielleicht der eine oder andere Commander, Cube oder Vintage-Spieler sieht die Karte mal, aber leider sonst nirgendwo erlaubt, meines Wissens nach. Es ist ein Land, tapp für ein farbloses oder tappen und opfern, um ein gegnerisches Land zu zerstören, was nicht ein Basic-Land ist. Einfach nur, um gegnerische Ursachssagas wegzuräumen, Utility-Länder, vor der Gegner einen mit einer Marit-Lage haut und so weiter und so fort. Oder in manchen Fällen auch, man kann das gut und gerne auch auf 4 pumpen, wenn man dann halt zum Beispiel Daze und ähnliches spielt und nicht unbedingt auf die Combo.
um da halt wirklich einen Tempoplan zu fahren. Dann haben wir ein Playset an Mutavolt. Ist auch ein farbloses Land, was man farblos tappen kann. Aha, wer hätte es gedacht? Das kann man mit einem Mana animieren zu einem 2-2er, der alle Kreaturentypen hat. Das heißt, es ist auch ein Merfolk, bekommt auch Ward 1 durch Swaylen und bekommt natürlich auch einen Dwarg. Das ist relativ interessant tatsächlich. Das haut auch ganz gerne mal als 4-4er beim Gegner zu. Ist auch gleichzeitig uncounterbares Threat. Wird auch ganz gerne mal totgeschossen von irgendeinem Lightning Bolt oder ähnliches. Und jetzt zum Schluss noch ganz viele Länder. Mismatched, tut mir leid, tut mir nicht leid. Den Rest füllen wir halt nur mit Basics auf. Wir brauchen tatsächlich ziemlich viele blaue Länder allgemein. Dadurch, dass wir ganz, ganz viele doppelblaue Pips haben. Also, dass wir ganz oft auch zwei blaue brauchen für unsere Karten. Paradigmen-Shift ist jetzt eine Ausnahme, aber ansonsten brauchen wir sehr, 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 sehr oft blau. So, sollen wir noch ein Sideboard zeigen? So, das Sideboard. Erst einmal vier True Name Nemesis. Und ich lege mal gerade mehrere Karten runter, einfach weil ich mir mit gerade diesen Slots was gedacht hatte. noch ein Merfolk Trickster, noch zwei Phantasmal Image. Und ein Mistcaller. So. Meine Theorie war, wenn ich die Combo doch nicht haben wollte in meinem Main Deck in bestimmten Matchups, dass ich tatsächlich 8 Karten zum Rausboarden habe, um diese direkt zu ersetzen. Stellt sich heraus, ist doch besser als gedacht. Um True Name Nemesis vorzustellen, ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Karten, wenn es gerade um Merfolk geht. Ursprünglich eine Commander-Karte. Ist es ein 2-blaues, 1-Mana, Merfolk Rogue, ist vielleicht für die anderen mal interessanter, aber nicht hier. Ist es ein 3-1er, der sagt, wenn der das Spielfeld befritt, muss man einen Spieler wählen. Der True Name Nemesis hat dann Schutz vor diesem Gegner. Das heißt, er kann nicht geblockt werden, er kann nicht gezielt werden, er kriegt keinen Schaden von allen Quellen des Spielers und so weiter und so fort, kann auch nicht enchanted werden. Also ist sehr, sehr schwer tatsächlich vom Feld zu kriegen. Das war's zu den True Name Nemesis. Dann halt nochmal ein Trickster, haben wir eben schon erwähnt. Phantasmal Image ist tatsächlich auch sehr interessant, dass man halt, wie vorhin, glaube ich, auch schon erwähnt, im Show-and-Tell-Matchup oder halt auch im Reanimator-Matchup auch mal gegnerische Fatties kopieren kann, um dann halt selbst diesen Effekt zu haben. Ein Grizzlebrand oder einen Emrakul zu haben, ist schon mal sehr lustig. Dann die wahrscheinlich einzige wirkliche Sideboard-Karte, die man jetzt noch nicht gesehen hat, außer True Name, ist der Mistcaller. Das ist ein 1-Mana-1-1er, wieder Merfolk Wizard, also wirklich schon fast Wizard Tribal. Den kann man wiederum opfern und bis zum Ende des Zuges, wenn nicht Token-Kreaturen das Spielfeld betreten würden, werden sie stattdessen exiled. Das heißt, wenn jemand ein Reanimation-Spell spielt, wenn jemand ein Show-and-Tell spielt, aber ist vielleicht ein Slot, den ich mir hochsetzen könnte, vielleicht ins Mainboard einmal, wer weiß. Nein, Mana 1-1er ist nicht unbedingt verkehrt, vor allen Dingen, weil er von den ganzen Lord-Effekten profitiert. Dann haben wir noch Back to Basics, Greedy Mana Bases. Bis jetzt kam mir das seltener vor. Lands als Matchup kam bis jetzt schon mal vor. Ja, ansonsten 3-Mana-Spells sind je nachdem schon mal schwieriger. Jetzt aktuell mit dem höheren Land-Count ist es besser. Und jetzt gerade durch Buseju, Wundurs und Prismatic Ending und Buseju ist es leider etwas einfacher zu removen, als es früher war. Dann noch 2 Surgical Extractions, einfach als Zug-Null-Interaktion gegen Reanimator und andere Friedhof-Combo-Decks. Bis jetzt hat es sich leider noch nicht in anderen Matches, also so für mich wirklich gelohnt. Beziehungsweise kam noch nicht unbedingt vor. Uros kann man damit erwischen. Man kann, je nachdem, auch gegen Combo-Decks, wenn man das erste Combo-Piece gecountert hat, bekommt, noch weghauen. Aber kam bis jetzt auch noch nicht wirklich vor. Dann noch, wir möchten nicht gegen Artefakt-Decks verlieren. Deswegen spielen wir Hercules Recall. Dabei, das ist ein Mana, ein blaues Instant. Und man gibt alle Artefakte, die Target-Player, also gewählter Spieler, kontrolliert, auf die Hand zurück. Wichtig dabei, es gibt im Legacy, die sind im Modern, glaube ich, gebannt oder gar nicht erst gedruckt, ich glaube gebannt, normale Artefaktländer, die dann auch mitgebounced werden, was sehr lustig sein kann. Oder halt Construct Tokens oder Kommentar vom Produzenten in Response zu einem Khan the Great Creator, der eine Lettuce gesucht hat, kann man, wenn die Lettuce auf dem Stack liegt, 2 Mana floaten und dann, nachdem die Lettuce resolved ist, hierdurch bounced man dann alles. So, das Lustige ist, alles vom Gegner sind auch Artefakte. Und das ist keine aktivierte Fähigkeit oder sonst, es ist ja einfach mal krass den Spell. Das heißt, man gibt dem Gegner wirklich alles auf die Hand zurück.
So, ich habe ja erwähnt, das ist ein ganz netter Startpunkt auch für das Format ist. Letztendlich, weil man in Blau schon Counterspells hat. Man hat in Blau eine Möglichkeit zu Cantrips, der besten Card Selection vom Prinzip her im Format. Dafür sollte man natürlich dann auch Fetchländer spielen und dann halt die Bibliothek schaffen zu können. Passt nicht unbedingt halt in diese Agro-Liste bzw. Stompy-Liste, je nachdem, wie man es sehen möchte. Aber ist vielleicht nochmal nett erwähnt zu haben. Noch ein paar Optionen vielleicht fürs Sideboard. Wären zum Beispiel ein Ein-Mana-Counterspell ist Pflasterstorm, der ist leider italienisch, aber müsst ihr jetzt mit leben. Countert auch nur Instant und Sorceries und keine Planeswalker als Beispiel oder Verzauberungen, Artefakte. Ein anderer bekannterer Merfolk ist zum Beispiel der Curse Catcher. Das ist ein Ein-Mana, wieder Merfolk Wizard. 1-1er, der sagt, man kann ihn sacrificen, wie zum Beispiel der Mistcaller vorher, aber dafür dann Target Instant und Sorcery Spell countern, außer der Beherrscher zahlt 1. Kennt man vielleicht schon vom vorher erwähnten Days. Dann haben wir noch eine oft gesehene Karte, Kira, the Great Glass Spinner, oder ohne der, aber egal. Ist ein 2-blaues, 1-Mana, 2-2er Flieger, Spirit. Hat nicht unbedingt was mit Merfolk zu tun, aber der sagt, dass jede Kreatur, die man hat, hat die Fähigkeit, wenn immer sie von einer Ability oder einem Spell getargetet wird, das erste Mal in der Runde wird er gecountert. Ist zum Beispiel Doppelung mit Swalen, die allem Ward 1 gibt, nur halt in Hardcounter. Ist einfach nochmal Protection, gegebenenfalls. Man kommt leider neben mit der Eva-Fiole nicht unbedingt auf 3, vor allen Dingen, wenn man jetzt den True Name Nemesis nicht im Mainboard spielt, aber wenn man auf so 10 Treedrops kommt, kann man die Eva-Filo schon mal auf 3 gehen lassen. Ist das vielleicht relevant, beziehungsweise dann auch wiederum, wenn man halt eine Eva-Fiole hat, reinlegen kann. Typisches blaues Removal wären als Beispiel noch verschiedene Bounce-Spells. Hier ist einfach nur stellvertretender Halber ein Vapor-Snack, einfach weil er mehr in den Agro-Plan reinpasst. Er sagt einfach nur, für ein blaues Instant gibt Target-Feature auf die Hand ihres Beherrschers zurück und der Beherrscher verliert ein Leben. Lustigerweise, kein Schaden, hat bis jetzt für mich noch keine Relevanz. Man könnte in der Theorie auch seinen eigenen Merfolk retten damit, jedenfalls zur Spot Removal, aber man kriegt auch den Schaden. Eine weitere Option wäre auch erneut Merfolk Wizard, ist ein 2-blaue, 2-2er und wenn der Harbinger of the Tides ins Spielfeld kommt, gibt er eine getappte Kreatur auf die Hand zurück. Beziehungsweise kann man ihn für 2 Mana mehr noch mit Flash. Na gut, dann kommen wir zum Ende des Deck-Tags. Als Schlussfazit, es ist ein lustiges Deck, es ist auch auf multiple Formate ausweitbar. Jeder, der Modern gespielt hat, wird das Deck wahrscheinlich auch schon auf Dauer irgendwo mal gesehen haben. Es ist ziemlich günstig und es doppeln sich tatsächlich relativ viele Staple des Formats im Sinne von Wastelands, Eva-Fiolen, Force of Will, und gegebenenfalls halt noch Kleinscheiß wie Days. Probiert es doch selbst einmal aus. Oje. Tschüss. Tschüss.